Am Tag darauf kommt eine Frau in Begleitung ihres Sohnes auf die Wache, um ihre Geldbörse abzuholen, die ein ehrlicher Finder bei der Polizei abgegeben hat. So, das ist natürlich gut, dass das gefunden worden ist. Oh, ne? Ich freue mich richtig. Ja, wie viel war denn da drin? Wie viel Geld? Wissen Sie das? Oh, dann muss ich... ja, ja. Du liebe Zeit, was ist denn jetzt los? Mein Sohn ist Epileptiker und was macht man da jetzt? Stillhalten, ne? Weh anrufen, schnell, weil ich rufe mal. Ja, genau, hol mal einen Rettungswagen. Schnell anrufen, Rettungswagen. Ich glaube, dann sollte man den auch nicht anfassen, ne? Ich meine, das hätte ich mal gehört. Überhaupt nicht. Ist unterwegs? Ja. Was ist denn hier auf dem Handy? Ja, wir hatten jetzt gerade einen medizinischen Notfall hier in der Wache. Der Frederik Mohn hatte einen epileptischen Anfall gehabt. Es ist auch Alltag der Polizei, dass wir mit medizinischen Notfällen zu tun haben. Wichtig ist dann für uns erstmal sofort einen Rettungswagen zu rufen. Was uns jetzt in diesem Fall aufgefallen ist, gerade weil er Epilepsie hat, dass er vorher wohl ein Video geschaut hat, das ziemlich geflackert hat. Und man weiß ja auch, es könnte theoretisch vielleicht damit zusammenhängen, dass dieser Anfall ausgelöst wurde. Wir ermitteln da jetzt und schauen mal, von wem dieses Video gekommen ist. Ist die Mama? Das ist die Mama. Hallo. Ach, also mein Sohn ist noch nicht aufgewacht. Ja, ich hoffe, Ihnen geht's den Umständen entsprechend gut. Setzen Sie sich ruhig. Ach, ich muss mich erst mal setzen. Ich bin so kaputt. Ja. Fertig bin ich. Passen Sie auf, ich habe gerade schon mit der Kollegin gesprochen. Also wir haben hier relativ kuriose Sachen herausgefunden. Was mir sehr komisch vorkam, war direkt dieses Video, was da aufgeploppt ist. Mhm. Ne, das war ein flackerndes Bild. Und wir wissen alle, wenn Epileptiker solche Bilder sehen, ja, dann kann es passieren, dass diese Anfälle ausgelöst werden. Und so war es wahrscheinlich in diesem Fall jetzt auch. Genau. Jetzt konnte ich über unsere Leitstelle so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Okay. Diese IP-Adresse, die da verwandt worden ist, ja, bei diesem Video, kam von einer E-Mail-Adresse srom@kölnfreshmail.de. So, srom ist eine Käsesorte. Ja? Eigentlich schon, ne? Und über diese E-Mail-Adresse konnten wir dann letzten Endes auch die IP-Adresse herausfinden. Und die IP-Adresse gehört zu einem Marvin Pouch. Ah, sagt Ihnen das was? Ja, das sagt mir was. Also Marvin ist ein Schulfreund von meinem Sohn. Mhm. Und die waren damals zusammen auf der Schule. Und ich habe wohl mitbekommen, dass mein Sohn sich mit ihm gestritten hat letzte Woche. Aber um was es gegangen ist, das weiß ich nicht. Also mein Sohn war nicht so gut auf Marvin zu sprechen. Also er hat mir auch nichts weiter erzählt. Ja, okay. Hat er denn noch andere, irgendwie mit anderen Leuten noch Streit? Hat er oder Feinde? Ich weiß, dass er sehr, sehr oft gemobbt worden ist früher an der Schule, wegen seiner Krankheit. Das sind natürlich Dinge, die sind moralisch völlig verwerflich. Also wenn man anfängt, irgendjemanden zu mobben, nur weil er krank ist, dann ist das für mich schon sehr, sehr pervers. Was macht denn Ihr Sohn jetzt beruflich? Wenn Sie sagen, früher wäre er in der Schule gemobbt, genau, worden, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass Ihr Sohn nicht mehr in der Schule ist. Genau, mein Sohn ist nicht mehr in der Schule. Der macht eine Ausbildung als Maler und Lackierer. Ja, okay. Bei der Firma Schmidt. Mhm. Und Sie hier in Köln, oder? Die ist in Köln. Ja, und der, okay, ist jetzt im ersten Lehrjahr und ist schon ein bisschen länger jetzt. Dass da aber jetzt irgendetwas war, auch mit dem Vorgesetzten vielleicht oder sowas, das können Sie ausschließen. Der kommt da gut an. Und oder wie sieht das denn sonst aus? Hat er vielleicht irgendwie im Fußballverein oder irgendwie ein Hobby, dass er damit irgendwie Kollegen Theater hat oder so? Mein Sohn ist nur am Zocken. Der ist in diesen Escape Rooms. Dann macht er diese Geheimschriften und macht lauter Rätsel nur. Und ich blick da schon gar nicht mehr durch. Und der ist nur in so einem Forum drin, ne, und alles. Wenn wir mit solchen Leuten zu tun haben, die wirklich nur am Zocken sind und wirklich nur in ihrer eigenen Blase quasi schweben, dann ist es meistens so, dass sie wirklich tatsächlich nicht viel Kontakt zur Außenwelt haben. Hat er auch nicht. Auf der Wache trifft der ehemalige Mitschüler des 24-jährigen Epileptikers ein. Von seiner IP-Adresse aus wurde das flackernde Video verschickt, das bei dem Azubi den Anfall ausgelöst hat. Herr Pouch? Richtig, ja. Oh, was haben wir gemacht? Ja, deswegen trage ich auch die Sonnenbrille. Okay, aber das fällt dann erst richtig auf. Dann würde ich eher ein bisschen abschminken. Beziehungsweise drüber schminken. Was denn passiert, wenn man fragen darf? Ja, also ich sag mal so, ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit einem Kumpel und ja, das ist dann halt... Gut handgreiflich. Ja, okay, genau.
Darf man fragen, welcher Kumpel das war? Ja, das war mein Kumpel, der Frederik. Frederik Mohn? Ja, also, aber wissen Sie das? Ja, sagen wir mal so, wie lange ist das denn jetzt her, dass Sie sich da... Sie haben sich ja geprügelt, ne? Ja, das war letzte Woche, ja. Letzte Woche, also ziemlich heftig gestritten. Ja. Sind Sie denn schon lange befreundet? Ja, das ist ein guter Kumpel von mir, also ich kenne den schon seit der Schulzeit. Seit der Schulzeit, ja. Und Sie wissen wahrscheinlich auch viel voneinander, so. Ja, klar, ja. Was weiß ich, Hobbys, Krankheiten oder so. Ja, natürlich, ja. Also, dass der Frederik jetzt eine Krankheit hat, das wissen Sie auch? Ja, ich weiß, der hat Epilepsie. Ja, okay. Ja. Mhm. Gut, dann wissen Sie ja relativ viel über ihn, ne? Ja. Ja. Das ist auch der Grund, warum Sie jetzt eigentlich hier sind, weil Ihnen hat ja mit Sicherheit jetzt noch keiner gesagt, warum Sie hier sind oder hier sein sollen. Nee. Ja. Genau um den Frederik geht's nämlich. Der war vorhin hier und hat solch einen Anfall erlitten. Dieser Anfall kam durch ein Video, was ihm geschickt worden ist. Das war wie so ein flackerndes Licht und es ist ja bekannt, dass wenn solche Epileptiker sowas sehen, dass das solche Anfälle auslösen kann. Das wissen Sie ja sicherlich auch. Ja, ne? Ist mir bekannt. Das Doofe an der ganzen Geschichte ist halt nur, das Doofe ist jetzt salopp gesagt, ja, dass dieses Video höchstwahrscheinlich von Ihrer E-Mail-Adresse versandt worden ist. Von meiner? Ja. Nee, damit habe ich nichts zu tun, ne. Diese E-Mail-Adresse hat eine IP-Adresse und die IP-Adresse, die konnte Ihnen zugeordnet werden. Das ist meine IP-Adresse? Ja, und deswegen sind wir auf Ihre Spur gekommen. Das ist der Grund, warum wir jetzt hier sind. Also wenn Sie den Blödsinn gemacht haben, dann müssen Sie es oder können Sie es zugeben, weil, wie gesagt, wir haben es überprüft, ne? Ja, also vielleicht war ich das doch gewesen. Ja, was heißt denn vielleicht? Ich meine... Ja. Entweder vielleicht oder man war es. Also da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten eigentlich, ne? Also wenn man Blödsinn baut, dann sollte man auch zustehen. Vor allen Dingen da, wenn man aufgeflogen ist, oder? Okay. Ja, ja, da haben Sie recht, ja. Also das Video, was da verschickt worden ist, das ist ja schon relativ aufwendig gewesen. Wie kriegt man denn sowas überhaupt hin? Ja, das habe ich mit so einer App gemacht. Also mit meinem Handy. Ja, das ging auch eigentlich relativ schnell. Ja. Also sicher mit der Handy-App haben Sie das gemacht? Ja. Ja, das habe ich mit der App gemacht, ja. Und dann haben Sie das Ihrem Freund geschickt? Mhm. Wie war noch mal diese E-Mail-Adresse? War nicht Ihr Name? Ja, fragen wir ihn noch mal. Die E-Mail-Adresse. Sie haben jetzt nicht Ihren Namen genommen, ne? Was haben Sie denn wie kommen Sie überhaupt auf so eine E-Mail-Adresse? Wie war die noch? Also für uns war es relativ komisch. Deswegen fragen wir so nach. Wie ist denn die E-Mail-Adresse? Die E-Mail-Adresse, ja, die weiß ich jetzt auch nicht mehr so auswendig, so genau. Also ganz ehrlich, mir kommt das jetzt blöde vor. Ich meine, Sie geben jetzt zu, dass Sie was getan haben, was Sie aber scheinbar ja nicht gemacht haben. Entschuldigung, mein Handy. Oder? Das ist E-Mail-Adresse? Ja, hallo, Chiara? Ja. Herr Pautsch, würden Sie vielleicht mal laut machen, vielleicht... Hilft uns das ja in der ganzen Angelegenheit. Okay, warte mal ganz kurz, Chiara. Okay. So, hörst du mich? Ja, also ja. Wie gesagt, dein Trainer hat angerufen, du sollst dein Zeug noch abholen kommen. Okay. Du hast alles da vergessen. Ich komm dann gleich, ja. Ja, der meinte am besten heute noch. Okay. Kriegst du das hin? Ja, ich bin gerade auf der Polizeiwache. Der Frederik, der hat einen epileptischen Anfall bekommen. Ihm wurde ein Video geschickt. Was? Ja. Mann, wie? Chiara, jetzt ganz kurz nochmal. Mein Name ist Schmidt von der Polizei hier. Wo sind Sie jetzt bitte? Ich bin auf dem Sprung, tut mir leid. Hä? Aber die ist bei Ihnen zu Hause oder Sie wohnen zusammen oder wie? Nee, wir wohnen nicht zusammen. Sie wohnen nicht, aber die war doch jetzt bei Ihnen, habe ich doch richtig was Peggy, gehört, ne? Ich komme gleich mal. Ja. Hab da was im Verdacht. Und Sie waren jetzt gerade beim Sport, oder was? Ja. Von wann bis wann war das? Oder wie lange haben Sie immer Sport? Weil ja, das kommt halt immer drauf an, wie lange ich trainieren gehe. Also, wie lange waren Sie denn heute trainieren? Heute war ich so 1,5 Stunden. 1,5 Stunden? Ja. Gehen wir einmal raus. Sie können sich dann hier noch mal
Hallo. Sie können sich hier noch mal hinsetzen. Ja? Ich komme dann gleich noch mal zu Ihnen. Bei Ihnen ist alles gut? Ja, ich gehe mal eben kurz noch einmal raus, weil ich muss mich echt um meinen Sohn kümmern, weil ich muss einmal im Krankenhaus anrufen. Machen mir Sorgen, ne? Und ich muss einmal Luft schnappen. Machen Sie das. Danke. So. Sie bleiben erst mal hier sitzen, ja? Ja, okay, alles klar. Zwischenzeitlich ist Jonas Schmidt aufgefallen, dass die E-Mail-Adresse SROM gar nichts mit Käse zu tun hat, sondern rückwärts gelesen Morse ergibt. Mithilfe des Morse-Alphabets wollen die Beamten nun herausfinden, ob sich hinter dem Lichtflackern eine Nachricht verbergen könnte. Weit kommen sie jedoch nicht, denn draußen herrscht gerade Tumult. Es tut mir wirklich leid, ich wollte das nicht. Was wollten Sie nicht? Was wollten Sie denn nicht? Es tut mir wirklich leid, das war... Ja, jetzt ist es so. Jetzt gehen Sie am besten mal mit der Kollegin mit. Es tut Ihnen leid, ja, toll. Kommen Sie mal mit. Gehen wir einmal hier rein. So, jetzt muss ich erst mal wissen, wer Sie überhaupt sind. Ich bin die Chiara. Sie sind die Schwester vom Marvin, ne? Marvin, ja. Ja, dann sagen Sie mal, was tut Ihnen denn leid und was ist jetzt vorgefallen? Das war nicht Marvin, das war meine Schuld. Was genau? Diese Nachricht, die an Frederik. Das heißt, Sie haben das Video geschickt? Ja. Sie wissen, dass er epileptische Anfälle bekommt? Was? Nein! Nein! Ich wusste nicht, dass er Epileptiker ist. Aber es ist der Fakt, er sitzt im Krankenhaus. Er hat das, nachdem er das Video gesehen hat. Ja, das wollte ich aber nicht. Was wollten Sie denn dann? Ja, mit Frederik, das... Ich wollte ihm einfach... Gut, bevor Sie jetzt weiterreden. Ich merke, Ihnen ist das unangenehm, aber ich helfe Ihnen mal so ein bisschen auf die Sprünge. Wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe, Frederik, Sie kennen sich relativ gut, ne? Und Sie wollten wahrscheinlich auch was von ihm, oder? Ja, ich fand ihn immer ganz süß und wir haben auch mal miteinander gesprochen, aber irgendwie hat er mich nie richtig wahrgenommen. Gut. Und... Das Video, was da geschickt worden ist. Ich komme jetzt mal auf den Punkt. Haben Sie das geschickt? Ja. So. Ich habe dir ja gerade schon gesagt, ich bin weitergekommen im Morse-Alphabet. Erzähl. Ich liebe dich. Das sollte dieses Video heißen. Ja, ich wusste, dass er so ein Computerfreak ist und auf diese Sachen steht. Und dann wollte ich ihm eben so eine Botschaft geben. Und dann wirklich mit ihm reden, aber ich dachte, das ist eine kreative Idee und das kommt gut an. Und ich wusste wirklich nicht, dass er das hat und dass es sowas bei ihm auslöst. Also immer abgesehen davon eine super Idee, finde ich, ne, ihm das so zu sagen. Nur leider ist das jetzt halt ein bisschen in die Hose gegangen. Ne? Es tut mir auch wirklich aber leid. Aber er ist ja nicht in Lebensgefahr und er wird sich auch wieder erholen. Dieser ganze Fall hier, den kann man eigentlich unter Ende gut, alles gut zusammenfassen. Also tatsächlich war es so, dass dieser epileptische Anfall durch diese Blitze des Videos geschehen sind. Aber letzten Endes war es so, dass dieses Blitzen tatsächlich eine Botschaft enthielt. Botschaft, die Schwester liebt den Herrn Mohn. Und die Gefühle beruhen sogar auf Gegenseitigkeit. Die beiden sind mittlerweile ein Paar.